Der 11. September, war es wirklich Al-Qaida? Oder doch die CIA, die Freimaurer oder das Weltjudentum, wer auch immer das sein soll? Und was ist eigentlich mit den Außerirdischen? Erfahren wir da die ganze Wahrheit? Und können Sie sicher sein, dass Sie wirklich gerade Zapp sehen? Verschwörungstheorien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Genauso übrigens wie Esoterik oder alternative Heilmethoden zu schlimmen Krankheiten. Man kann mit solchen Themen richtig Geld verdienen. Es gibt sogar einen Verlag, der sich nur von diesen Theorien ernährt. Und zwar mit wachsendem Erfolg. Björn Platz. 50 Kilometer südwestlich von Stuttgart liegt Rottenburg am Neckar. 42.000 Einwohner, ein Bischof und eigentlich zu wenig Firmen, die hier Gewerbesteuer zahlen. Doch es gibt ja noch den Kopp Verlag. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben derzeit 60 Mitarbeiter, Tendenz steigend, und verschickt rund 10.000 Bücher pro Tag. Der Jahresumsatz dürfte im zweistelligen Millionenbereich liegen. Gerade baut Verleger Jochen Kopp eine neue 5000 Quadratmeter große Halle. Das Motto des Verlages? Bücher, die Ihnen die Augen öffnen. Von Ufologie über dubiose Heilmethoden bis zu Verschwörungstheorien ist alles vertreten. Etwas weiter hinten im Verlagsprogramm finden sich Bücher, die oft eine revanchistische Sicht auf das Dritte Reich anbieten. Literatur am Rande der Legalität, alles im Schutze der Meinungsfreiheit. Auf der Internetseite des Kopp-Verlages fand sich lange Zeit ein eigenes Nachrichtenportal. In seriösem Stil verlas Ex-Tagesschausprecherin Eva Herrmann Meldungen der besonderen Art. Auf Deutschlands Straßen sollen Geldtransporter mit Ladungen der neuen D-Mark, der DM2, unterwegs sein. Das melden verschiedene Blogs. Die Transporter seien in hellem, auffälligem Grün lackiert. Die stets vollbesetzte und unauffällige Forstfahrzeuge im Gefolge hätten, heißt es. Für Leser, die keiner Währung mehr trauen, hält der Verlag reichlich Ratgeberliteratur bereit. Es sind die Ängste der Menschen, die den Umsatz steigern. Und Kopp kurbelt sie an. Einer der renommiertesten Zukunftsforscher der Welt, Celentti, hat verheerende Zukunftsaussichten prognostiziert. Die EU werde rasch auseinanderbrechen. Aus dem sich entwickelnden europäischen Bürgerkrieg, jedes Land fühle sich dann vom anderen betrogen, entstünden gleich mehrere Kriegsherde inmitten Europas, so Celentti. Nach solchen Nachrichten verkaufen sich Krisenratgeber vermutlich besonders gut. Albert Bodenmiller hat im Rottenburger Gemeinderat vehement gegen den Neubau des Kopp-Verlages gekämpft. Der Verlag enthält in seinem Programm wesentliche und gefährliche rechtsradikale Elemente, antisemitische Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien, die sich gegen die Freimaurer richten. Vor allem, was aktuell besonders gefährlich ist, bedeutet eine enorme Ausländer- und Islamfeindlichkeit. Und er trägt dazu bei. Udo Ulfkotte, Stammautor bei Kopp. 2008 schaltete der Verlag für ihn eine Anzeige in der Hauszeitung der Polizeigewerkschaft. Daraufhin musste sich der GdP-Vorsitzende öffentlich entschuldigen. Es gab schon Kritik von Mitarbeitern, die das gelesen hatten. Und daraufhin habe ich mir das angeschaut und war natürlich auch entsetzt. Ich denke, was ist denn das für ein Buch? Weil es ist das Schlimmste, was es gibt, wenn Leute unter dem Rubrum, ich bin der Einzige, der Tabu bricht, sage die Wahrheit. Und dann macht man Hetzschriften daraus gegen Religionen dabei. Das dient keiner Auseinandersetzung, das dient nicht der Aufklärung. Und von dort her ist das nicht der Stil, der uns zu eigen ist. Verleger Jochen Kopp ist sehr medienscheu. Keine Fotos, keine Fernsehinterviews. Gegenüber Zapp hat er nach langem Drängen schriftlich Stellung genommen. Die Ausrichtung des Verlags ist nicht einer politischen Richtung verpflichtet. Wir wollen vielmehr Plattform für eine andere Sicht der Dinge sein. Interessant ist, wie häufig diese andere Sicht der Dinge auf rechtsgerichteten Homepages verlinkt wird. Neben islamfeindlichen Äußerungen finden sich bei den Kopp-Fans auch Seiten, die Reichsdeutschland wieder einführen möchten und die Rechtsmäßigkeit der BRD anzweifeln. Der Kopp-Verlag also ein Verstärker für braunes Gedankengut? Diesem Vorwurf sieht sich der Verleger Jochen Kopp immer wieder ausgesetzt. Wir verbreiten kein rechtes Gedankengut, wir lassen Fakten diskutieren. Ich halte grundsätzlich nichts von Schubladendenken. Der Kopp-Verlag distanziert sich von Parteien wie der NPD. Auffällig ist allerdings, dass die Bücher des Kopp-Verlages häufig in rechtsextremen Zeitschriften wieder zuerst beworben werden. Außerdem gibt es eine geschäftliche Beziehung zum Deutsche Stimme Verlag, der der NPD gehört. Kopp liefert der Deutschen Stimme Bücher, die diese dann mit Gewinn weiterverkaufen kann.
Eine Geschäftsbeziehung, die der Kopp Verlag auch ablehnen könnte, wie der Dachverband des deutschen Buchhandels sagt. In dem Moment, wo er beliefert, die deutsche Stimme, hat er was davon und die haben auch was davon. Einerseits finanziell, auf der anderen Seite, indem sie ein Buch ausliefern können, was zu ihrem Spektrum passt. Ne? Wer dem Kopp Verlag in die Quere kommt, für den kann es schnell unangenehm werden. Im Februar dieses Jahres fand eine Demonstration vor der Filderhalle im Großraum Stuttgart statt. Der Kopp Verlag hatte zu einem eurokritischen Kongress eingeladen. Auch rund 50 Demonstranten aus dem linken Spektrum waren gekommen. Ein Journalist, der kritisch über die Veranstaltung berichtet hatte, fand sich am Internetpranger wieder. Auf der Seite Politically Incorrect wurde er als unbedeutender Lokalschreiberling beschimpft, der sich normalerweise nur mit Themen wie Verschmutzung mit Taubenkot beschäftige. E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Facebook-Seite standen gleich mit dabei. Verfasser war Kopp-Stammautor Udo Ulfkotte, wie auch schon in anderen Fällen. Herr Ulfkotte hat sich von mir angegriffen gefühlt oder ich habe wohl ins Schwarze getroffen. Er hat dann über Kopp Online einen scharfen Artikel gegen mich geschrieben und hat am Schluss dieses Artikels also aufgerufen, mich anzurufen. Er hat meine Telefonnummern angegeben und dann brach auch tatsächlich bald der Telefonterror los. Es kam auch der Terror aus dem rechtsextremen Internetlager. Eine Morddrohung beispielsweise aus dem rechtsextremistischen Lager in Österreich. Diese Drohungen finden natürlich nicht auf den Seiten des Kopp Verlages statt. Dort sät man nur den Wind, den Sturm ernten andere. Unser Ziel ist die Diskussion, nicht die Aggression, wenn es um unsere eigenen Verlagsprodukte geht. Wenige Zeilen später wird der Verleger allerdings auch gegenüber Zapp deutlich. Wenn dann aber wieder einmal zur Diffamierung die Unwahrheit verbreitet wird, schalten wir unsere Anwälte ein. Dann wird mein entspanntes Verhältnis zu Journalisten eben in seltenen Fällen ein Prozessrechtsverhältnis.